Es geht also los mit dem Wissen über technische Geräte. Das ist wohl so ein Brett zum Aufmachen mit bunten Bildern drin. Fast. Nein, das Gerät hier, das nennt sich Laptop und es ist ein tragbarer Computer. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht mal irgendwas gelernt und schon verstehe ich Wörter nicht. Was ist denn ein Computer? Oh, entschuldige, Konrad, das wollte ich nicht. Schon gut, erklär einfach, aber bitte wirklich einfach. Naja, so einfach ist das halt irgendwie gar nicht. Aber ich werde es versuchen, okay? Also, Computer gibt es schon sehr, sehr, sehr lange. Zu Beginn waren die sehr, sehr groß und gar nicht zum Tragen. Wie groß? So größer als ich sogar? Ja, am Anfang waren die so groß wie mehrere Menschen nebeneinander. Wow. Aber aus was ist denn so ein Teil gemacht und wofür kann ich es überhaupt verwenden? Weißt du was? Dazu zeige ich dir einfach ein Video, okay? Oh, du darfst einfach so Videos schauen. Ja, aber nur weil ich weiß, wo Kinder schauen dürfen. Nur auf Seiten für Kinder und nicht auf Seiten für Erwachsenen, okay? Wo findest du die? Also, das Video, das suche ich jetzt über eine Kindersuchmaschine. Geht aber erst, wenn du schon wirklich gut lesen kannst. Okay, das kann ich noch nicht. Da lasse ich mir lieber noch helfen. Aber was kann denn die Suchmaschine so alles finden? Weil ich verliere dauernd mein Lieblingskuscheltier. Das wäre schön. Das geht aber leider nicht. Die findet nur Sachen auf diesem oder auf anderen Geräten. Gar nicht so toll. Aber ein Video zum Erklären, was ein Laptop ist, das habe ich gefunden. Magst du es sehen? Ja, bitte. Los geht's. Lap ist Englisch und heißt Schoß. Der Laptop wird wohl so genannt, weil dieser tragbare Computer am Schoß benutzt werden kann. Für einen Computer werden viele Elemente benötigt, damit er funktioniert. Zwei Unterscheidungen sind dabei besonders wichtig. Es gibt die Hardware, die kannst du anschauen bzw. sogar angreifen, wenn du dazu kommst. Und es gibt die Software, die kannst du nicht angreifen. Bei der Hardware sehen wir hier zum Beispiel die Schnittstellen, bei denen du noch andere Geräte anschließen kannst, auf beiden Seiten. Und dann ist natürlich einiges innen verbaut. Ihr seht hier die ganzen Schrauben, die halten die Abdeckung des Laptops fest. Ich habe schon einen anderen Laptop vorbereitet, bei dem ich die Schrauben alle bis auf eine entfernt habe. Die werde ich jetzt noch wegnehmen. Und hier bekommen wir schon einen kleinen Einblick. Was ihr hier seht, ist der Arbeitsspeicher. Das heißt, was ihr am Laptop macht, wird dort gespeichert. Und unter dieser Abdeckung ist die Festplatte. Auf der sind auch die Programme für die Software und so weiter gespeichert. Auch die muss ich wegnehmen, um die Abdeckung ganz entfernen zu können. Was jetzt noch weg muss, ist der Akku. Der ist ganz wichtig für das Gerät, denn auch das läuft mit Strom und muss immer aufgeladen werden. Aber jetzt weg mit der Kunststoffabdeckung. So, als erstes fällt das große Silberne ins Auge. Das ist ein CD-ROM-Laufwerk, das es heute gar nicht mehr bei allen Laptops gibt. Hier haben wir eine Kühlung, die ist ganz besonders wichtig, denn diese vielen elektronischen Kleinteile, die erzeugen natürlich auch Hitze und müssen gekühlt werden. Hier ist das Motherboard, da läuft alles zusammen. Hier gehört die Festplatte hin und hier haben wir noch einen Steckplatz. Was außerdem ganz besonders wichtig ist, ist der Prozessor. Der ist vergleichbar mit einem Gehirn und der führt alle Berechnungen durch. Und die Grafikkarte. Die ist dafür zuständig, dass wir dann auch ein Bild sehen am Laptop. Und das waren mal die wichtigsten Teile eines Laptops. Ah,
Also, jetzt weiß ich, wie das Teil aufgebaut ist, aber wofür brauchst du das? Weißt du, so ein Gerät kann sehr große Mengen an Daten verarbeiten. Was für Daten? Meinen Geburtstag zum Beispiel, kannst gleich mal eintipseln, am 24. September und ich liebe Erdbeereis. Ja, solche Daten schon auch, aber ich meinte eher Zahlen und andere Informationen, weißt du? Aber was macht's dann mit irgendwelchen Zahlen und Informationen? Das, Konrad, ist eine ausgezeichnet gute Frage. Dankeschön. Im Grunde macht es nur das damit, was wir den Computer anschaffen. Also ein Mensch, der oder die programmieren kann. Jetzt wird's aber langsam echt anstrengend. Was ist denn schon wieder Programmieren? Ja, ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert. Also, das ist die Sprache, in der mit dem Computer kommuniziert wird oder mit einem anderen Gerät. Die verstehen nämlich unsere Sprache nicht. Also einfach das sprechen. Wenn du das hinein sagst, ich will ein Erdbeereis, dann kann das Gerät nichts damit anfangen. Wenn du aber ein Programm anschaffst, nach dem nächsten Lieferdienst zu suchen und dir dann ein Programm schreibst, das dir regelmäßig ein Eis bestellt und liefern lässt, dann geht das schon irgendwie. Ich verstehe, es ist sehr kompliziert, aber es geht. Ja, und das Gerät kann noch viel, viel mehr. Wir können damit Texte schreiben, Musik aufnehmen, bearbeiten. Und wir können im Internet nach Material suchen und Spiele spielen. Aber wir müssen auch immer ein bisschen aufpassen, weißt du, was wir in das Gerät eingeben. Warum müssen wir aufpassen? Ja, weil deine Daten super spannend sein können für Firmen und Unternehmen. Und die wollen dir dann meistens was verkaufen. Deshalb ist es wichtig, dass du immer ganz gut überlegst, wann du was eingibst, okay? Aber wenn ich sie ja nur da hinein tipsel, dann sind sie ja nur dort drinnen, oder? Ja, aber nur solange dein Laptop nicht mit dem Internet verbunden ist. Ja, Internet. Das sind schon wieder Wörter, die ich gar nicht kenne. Weißt du was? Vielleicht versuche ich das ein anderes Mal zu erklären. Und wir gehen jetzt lieber eine Runde schaukeln. Oh ja, da musst du nicht auf deine Daten aufpassen. Aber darauf, dass du dich gut genug festhältst. Ja, okay. Weil wir schaukeln so hoch. Juhu, los geht's. Das war ein Handpuppentheater vom Wiener Bildungsserver. Nur für die Kinder. Nur für die Kinder.